Ja Leute, herzlich willkommen zurück zum Bundesliga-Orakel. Letzter Spieltag noch nicht, aber der vorletzte. Gladbach gegen Leverkusen, Rennes gegen Goro, bald ist Sommerpause, dann werdet ihr alle weinen. Aber dann heißt ja Ehe. Ach ja, stimmt. Wir machen ja auch alle Freundschaftsspiele. Alle. Vor allem alle die Frauen. Nur die Frauen. Endlich ohne Abseits, ey, ich freue mich. Endlich mal wieder. So, Borussia gegen Leverkusen. Wahrscheinlich das spannendste Spiel, so haben wir gedacht, am Wochenende. Alle Spiele übrigens morgen, deswegen. Wir haben uns ein bisschen schwer getan, auszusuchen, was für Spiele wir bringen. Nichts Gutes dabei. Oh, Hazard. ZOM. Spielt er nicht sonst auf der Außenbahn eigentlich? Naja. Ich spiele übrigens mit einer 3er Abwehrkette und mit einem 62er. Und wie gefällt es dir damit? Bin ich noch nicht so sicher, sehe ich ja gleich. Ist auch mal interessant, was der Heimo jetzt wieder pfeift heute im Waldstadion. Ah ne, halt, Gladbach-Stadion ist ja drin, ne? 10 Sekunden noch. 10 Sekunden habe ich noch. 8, 7. Okay. Ich habe jetzt so ein bisschen die Aufstellung geändert, so wie ich glaube, dass es vielleicht sein könnte. Ich habe gerade getrickst und dann total verkackt, obwohl ich Sommer im Tor habe. Haben wir lange nicht mehr die Kick-Aufstellung gehabt. Oh, ich habe 2 Tore gemacht. Stimmt, ja, hatten wir schon lange nicht, aber... Wir müssen halt selber so gut werden, weißt du, dass wir so ein gutes Orakel sind, dass wir sogar die Aufstellung predikten. Predikten. Viele Leute nutzen ja inzwischen das Orakel auch, um ihre Bet-and-Win-Wetten zu platzieren. Ich auch. Es tut mir leid, dass ihr finanziell jetzt bankrott seid, aber ja. Meinen ganzen YouTube-Money setze ich immer auf alles. Immer auf schwarz. Deswegen, was für ihn auch noch, ist er. Deswegen hat Goro auch nie Geld, wenn ihr jetzt euch fragt. Daran liegt's. Oh. Yo, direkt zu dem. Und du weißt ja, ich bin ja der Meinung, never leave the table when you're on a heater. Wow, das war doch nice. Jo! Raphael, meine Damen und Herren, aber hier wird abgestoppt von Hazard. Raphael, meine Damen und Herren. Aber der Reflex, ey, da war es schon 30 Meter vorbei, ran und dann grätscht er noch. Aber da hat Leno noch gut gehalten. Oh. Ja. Der Torgan. Torgan, Hazard. Dum, dum, dum. Jetzt gehen die ab, ey. Leverkusen eigentlich immer noch so personalschwach? Nur oder geht's auf der linken Seite? Linke Verteidigung haben die in 50er. Alter oder Stärke? Wenn es doch nur das Alter wäre. Oh, Hazard, schade. Aber Abstoß. Grenzt eine Flanke rein, macht mal rein. Dann ist schon was ganz Ostern Besonderes. Und Weihnachten auch auf einen Tag. Bin gespannt, was es wieder für krasse Neuerungen in FIFA 17 dann gibt. Ja, endlich mal wieder richtig Freischuss springen. Du versuchst ja immer zu schummeln. Wir müssen immer das neueste FIFA kaufen, damit wir das Orakel machen können. Ja, damit wir die neuesten Mannschaften haben. Oh, nicht Hacker, ey. Oh! Chicharito! Sommer! Was denn mal hält? Wird sogar abgeklatscht. Hacker, oh, den müsste Elvedi doch. Chaka, du schaffst es. Ey, mir wurde überhaupt nicht angezeigt, wo der runterkommt. Das ist ja gemein. Wir spielen jetzt Lauf, Raphael. Ohne deine komischen Cheats, die du immer hast. Oh, Leno! Wollte Leno gerade schon loben, ne? Hat das nochmal spannend gemacht, der Leno. Aber so ist ja der Band. Na, macht er nochmal spannend. Hätte er auch fangen können. Den? Klar. Ist doch nicht neuer. Den hätte er gefangen. Da. Mit der Mütze. Ja, obwohl so schlecht stand er ja. Mit einer Hand hätte er den auch gefangen. Boah, das wäre geil, wa? Wenn sich das an, Leute. Den Ball mit einer Hand fangen könnte. Jetzt ist dein Torwart aber weit vorn, oder? Naja, gut, mit dem Schuss bringt man den jetzt nicht zur Verzweiflung. Was soll der denn für große Hände haben, wenn er mit einer Hand den Ball fängt? Hast du gesehen, wie du den in den Spitzkasten genommen hast? Nein, hab ich überhaupt nichts gesehen. Oh, Raphael läuft! Ah, shit. Oh, scheiße, das könnte auch eine gelbe Nachsicht ziehen. Aber hier Leicester ist jetzt englischer Meister. Ich habe letztens nur gelesen, bei irgendeinem Wettbüro oder so war die Chance, dass
wenn du es am Anfang der Saison gewettet hättest, dass Leicester City Meister wird, wäre es wahrscheinlicher gewesen, wenn du drauf gewettet hättest, dass das Elvis oder ich glaube Elvis, was das Elvis noch lebt. Ja. Fand wenn du 1 Euro gesetzt hast, kriegst du 5.000 Euro wieder. Das ist heftig. Da läuft der halbe Hahn. Und da ist er, der Raphael! Der Hahn ist richtig gut zur Zeit. Das ist pervers. Pervers ist aber jemand anderes. Wer ist denn? Du? Nee, das ist ein Name, so habe ich mal meinen Diablo 3 Charakter genannt. Also Per und dann Vers. Irgendwie sind die Fans heute voll laut, habe ich das Gefühl. Jetzt wird die Taktik geändert, Freunde. Jetzt gehe ich direkt durch mit Hakan. Den trete ich um. Okay. Komm, zieh ihm doch im Trikot, Hakan. Du kennst das doch aus deiner Hamburger Zeit noch. Hey, was wird denn hier gewrestelt wieder? And his name is Hakan. Wir müssen in jedem Orakel müssen wir einmal John Cena unterbringen. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Also Session-mäßig, ne? Ja. Ach, ehrlich, der war im Aus. Wir sind halt die großen Fanboys von dem. Und John. Boah. John Snow. Kann man auch gleich noch mal eine gelbe kriegen. Oh, nice, Trance. War so schön gedacht. Komm schon! Oh. Danke. Ah. Not today, my friend. Hat er sich aber lang gemacht, dass er da noch rankam, ne? Ja, was war das denn? Yo, Leno geht einfach überhaupt nicht nach vorn. Also das finde ich komisch, dass er da nicht gegangen ist. Jawoll. Ah, da, die Fans fanden das aber nicht so gut, Goro. Oh. Ah, Chicharito ist so schnell. Ah, Sommer. Ey, der hat gerade eine gelbe gekriegt, der eine, Traoré. Ah, jetzt, guck mal, jetzt kommt er. Okay, ich weiß eh schon, dass er gelb kriegt. Ich habe gesehen, wie das Ding ins Gelb wurde. Direkt gelb. Scheiß FIFA. Hat gespoilert, finde ich nicht gut. Ist die Spannung doch so viel größer, wenn man dann noch nicht weiß. So, ist es die rote vielleicht auch? Oh, Laufhahn! Einmal ein halber Hahn. Oh, abgebrüht. Macht er noch zu Raphael und der locht dann gekonnt ein. Ähnlich wie beim 2-0. Ja. Wie Hahn sich trotzdem nur selber feiert, weil er zweimal vorbereitet hat. Hätte ich aber auch so gespielt. Weißt du, Raphael war auf einmal mega schnell da oben unterwegs. Dachte ich so, komm, aber ich musste den Keeper rausholen. Aber dann ist halt immer so die Sache, ne? Dann könnte andere lupfen und... gibt immer so viele. Ja, aber die Chance, dass er den Ball dann so kriegt, ist dann doch vielleicht ein bisschen zu kompliziert gedacht. Oh, oh Hazard, unten geht er doch. Raphael! Hat schon zwei, ne? Jo. Ist ein guter Hold. Was darf? Jetzt machen wir das mal ein bisschen anders. Ah, da holt er den Keeper. Ey! Was war das denn? Den der hast du ja voll umgeschubst. Fass mich nicht an, Sander. Pack mich nicht an. Ich war aber schon 5 Schüsse, Raphael. Hier, dann können wir nochmal das... Nee, das will ich nicht sehen. Das war jetzt nicht so pro. Das hier können wir uns gleich nochmal dann in der Wiederholung angucken. Das wäre nämlich richtig gut. Hat Leno schon kommen sehen. Schade. Sommer hätte es vielleicht nicht so. Ach stimmt, das ist natürlich. Boah. Goro war auch immer einer, der auf dem Schulhof geschubst hat, habe ich das Gefühl, ey. Ja. Immer die Brote von den Kindern nachher alle zermatscht und so. Ich habe Joghurt im Rucksack. Richtig stark. Boah! Oh, das wäre so
Oh, jetzt pfeift er. Ich dachte kurz Elben. Ich hatte erst so auch Freischuss oder so im Gefühl, aber. Interessant, würde ich mal sagen, ne? Interessant. Der Raphael. Puh, der Raphael, ja. Fünf Schüsse. Die hat alle Raphael gemacht? Die kann doch gar nicht. Du hast 10 Schüsse, oder nicht? Ach ja, ich bin da ja links. Ups. ich bin so gewohnt, dass ich halt rechts bin, weißt du, auf dieser Liste. Und dann habe ich vorhin nämlich gesehen, dass er 5 Schüsse hatte. Und dann dachte ich so, hä, 5? Das geht doch gar nicht. Der eine hat doch ein Tor gemacht. Ich hatte Grenz eigentlich angeboten, dass wir die Seiten lassen. Aber er hat gesagt, nee. Nee, habe ich nicht eingesehen, weil Goro will dann immer meinen HSV kaputt machen. Die mach ich richtig kaputt. Dann rennt er immer so einfach ins Tor und so eine Sachen. Nimmt er den Ball und rennt einfach ins Tor. So einer bin ich nämlich. Und dann passiert das nachher wirklich. Wie viele Sekunden habe ich noch? 5. Nee, 7. Oh Mann. Arschloch. Ja, ob jetzt 5 oder 7? Ja, das sind 2 Sekunden, in denen ich die Tasten drücke. Hermann geht raus, kommt rein. Oh, Fallrückzieher-Action. Traoré ist gerade bei mir erstmal im Dingens versunken. Bei mir auch, immer noch. Der Arm auch so. Der ist ziemlich weich. Der ist richtig weich. Der ist so richtig heimisch. So, jetzt bitte vorsichtig, danke. Wieso passt der eine eigentlich immer so bescheuert, ey? Hat er irgendwie Skill-Level Deluxe oder so gekriegt? Raphael, der will's wissen! Bei mir geht die Musik einfach nicht weg, die Menümusik. Die läuft immer noch. Gut, dass ich keine Musik habe. Warum ist das? Warum? Warte mal kurz. So. So. Okay, ist weg. Ey! Sie kommen wieder! Was soll das? Heute nur mit Musik. Okay, also. Leute, bei mir jetzt mit Menümusik. Es sei denn, die Fans machen gerade die Musik, kann natürlich auch sein. Die spielen Shakira. Wie doof ist das denn, ey? Das hatte ich auch noch nie. Und immer gleich. Dün, 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 dün. Oh, Hahn, das hättest du auch kommen sehen müssen. Oh. Jetzt muss er anfangen zu singen eigentlich. Wieso? In der Stelle singt er sonst immer. Wer denn? Das ist doch dieses Lied, dieses. Keine Ahnung, ich kann nicht singen. So. Die Fans wissen, was ich mache. Nee, ich weiß es leider nicht. Du weißt ja, ich bin dein größter Fan. Hä? Nils ist mein größter Fan mit fast 2 Meter. Und dein dickster Fan. Nice. Oh! Ehrlich? Das zählt? Okay, alles klar. Weiß ich ja, was wir wieder für Regeln gelten heute. Oh, Hahn! Ah, ey! Aufgebockt hat er ihn, ey. Komm, der lag da 10 Minuten und du rennst in ihn rein. Flanke des Todes wieder bei mir. Ich frage mich, wie dieser Bug jetzt zustande kam. Immer noch? Ja, ist immer noch. Und es ist immer die gleiche Schleife. Stefan hätte sich da fast auszeichnen können. Kein Fallrückzieher diese Saison von Kiesling leider. Hä? Alter, die Musik geht mir so auf den Sack, ey! Die passt halt einfach überhaupt nicht zum Spiel. Kann die Musik jetzt weggehen, wenigstens nach dem Tor? Picharito. Gästefans rasten aus. Hernandez. Wurde stand eine getunnelt, ey. Ganz alleine auf weiter Flur. Ich dachte kurz abseits. Mucke geht nicht weg. Ach, Mucki. Boah! Ey, ey, ey! Fick dich, Scheiße. Jetzt geht's aber los hier bei dir. Ja, glorreich, wie du da nicht hingehst, Alter. Oh, Leute, jetzt könnte hier der Anschlusstreffer kommen. Überzahlsituation, aber
Der da hat alles im Griff gehabt. Jetzt muss Goro hier wieder hinten rumspielen. Alter. Ach, die Musik ist im nächsten Spiel wieder weg, ey. Startest du sonst noch einmal? Ah, Toprak hat aufgepasst. Oh, stand aber auch wieder ganz allein. Krass. Leverkusen hart am Dröger jetzt. Oh ja, aber jetzt kommt Hazard wieder, treibt nach vorne alles. Ah. Oh, Kopfballduell, aber eindeutiger Sieger hier. Charito. Oh, gut, hat den Ball abgenommen. Ach komm, den hättest du haben müssen. Oh, Hackern. Hackern. Kann mich gar nicht jeden freuen irgendwie. Anschluss, 3-2 ist noch. Ist noch richtig. Alles noch alles drin, ne? Ja, sicher. Ah, da hat meiner auch so ein bisschen mit dem Rücken dann dazu erst gestanden. Der hat aber auch gut gepasst von Hackern, ne? Oh, da grätscht er. Jetzt ist er giftig. Jetzt ist Gift in der Partie hier. Oh, ey, was? Den hätte er doch sicher haben müssen. Macht er noch spannend, ey. Oh, der Torwart. Alter, ich habe kurzzeitig echt Angst gehabt, ne? Oh, das wäre es gewesen. Hätte zwei Hamburger hätten dich dann ausgestochen. Dass sie das nicht mal zeigen, das war doch eigentlich eine gute Chance. Oh, der hätte gepasst. Da muss man auch mal hier eigentlich reagieren langsam, aber... Leute, Angriff ist die beste Verteidigung. Na komm! Ah, Hahn, wieso zieht er denn dann nochmal nach innen, wenn ich drücke schießen? Schön aufgepasst hier. Ah, jetzt. Jetzt, das kostet Zeit, was Goro hier macht. Oh! Raphael! Jetzt kann er es sicher machen! Fuck! Fuck, fuck, fuck. Und das war oben der Fehlpass. Ja. Es war der Fehlpass. Ich hab's gewusst, dass das. Hat er seinen Hattrick noch geholt? Scheiße, ich bin noch so gut rangekommen. Oh ja, das stimmt. Ich habe auch auf Dingens gestellt, auf sehr defensiv dann. Echt? Ja. Nach dem 2? Ja, ja, nach dem 2, weil ich echt Angst hatte dann. Ich habe ja auch sehr offensiv gestellt, ne? Also hat man gar nicht gemerkt. Oh, guck dir den an, den Raphael, der will jetzt noch einen vierten einfach machen. Ah, will doch aber nicht wieder. Jo, da oben ist niemand. Kann man auch gar nicht sehen, dass du sehr defensiv warst. Oh, der war aber nice. War richtig gut mitgenommen. Gut angenommen und dadurch ist meiner richtig ausgestiegen dann irgendwie. Ah, jetzt pfeift er eh. Okay. Ja, okay. Spannendes Spiel. War echt eine gute Partie. Am Ende habe ich echt nochmal einen Arsch auf Grundeis gehabt, muss ich ehrlich zugeben. Bin gespannt, Leute, wie das in echt ausgehen wird und ob da auch Musik dann gespielt wird im Stadion. Wäre super. Den Ball nehme ich übrigens mit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!